Welche Gegenstände bzw. Utensilien brauche ich denn, um im BDMP diese Wettkämpfe oder diese Disziplinen schießen zu dürfen oder schießen zu können? Nun, das ist eigentlich relativ einfach. Zum einen braucht man ein geeignetes Holster für die Waffe. Dieses Holster muss für die Waffe passen. Ansonsten läuft man Gefahr, dass die Waffe nicht sicher geführt werden kann auf der Range, und das ist natürlich nicht wirklich sehr schön für die anderen beistehenden Schützen. Was ist denn ein geeignetes Holster? Ein geeignetes Holster laut Regelkunde ist, es muss der Abzugbügel verdeckt sein. Das bedeutet im Klartext, ich habe hier ein Holster, das ist jetzt für meine CZ75, das ist das von Frontline. Kennt ihr aus meinem Video, wo ich das vorgestellt habe. Und ihr seht, der Abzugsbügel hier ist verdeckt. Nicht verdeckt wäre es so. Da gibt es auch Holster, da ist der Abzugsbügel nicht verdeckt. Das wäre nicht erlaubt. Das heißt, Abzugsbügel muss verdeckt sein. Dazu bedarf es ein passgenaues Holster, ansonsten wird das nichts. Schulterholster sind ebenfalls nicht erlaubt. Was ist ein Schulterholster? Schulterholster heißt, die Waffe wird unter der Achsel geführt. Ist nicht erlaubt, denn man muss sich vorstellen, man geht hin, man zieht die Waffe hier raus. Das kann passieren, weil die Waffe in dem Moment nach hinten gerichtet ist, dass man versehentlich an den Abzug kommt, man tut sich selber weh oder schlimmer noch, man schießt jemanden, der hinter einem steht, zum Beispiel einen Zuschauer, unbewusst dann ab, und das sollte natürlich in dem Moment nicht sein. Das bedeutet, Schulterholster nicht erlaubt. Es gibt auch sogenannte Crossdraw-Holster. Was ist denn ein Crossdraw-Holster? Crossdraw-Holster bedeutet, die Waffe wird auf der gegenüberliegenden Seite der Führhand, der Ziehhand, geführt. Das heißt, wenn ich Rechtshänder bin, habe ich die Waffe links und ziehe über Kreuz, Cross. Auch hier dasselbe Phänomen, was passieren kann. Ich ziehe die Waffe, je nachdem in welchem Zielwinkel die Waffe ist, ziehe, komme an den Abzug, peng, schieße jemanden hinter mich um. Oder ich schieße mir selber in den Bauch, in den Arm, wie auch immer. Dieses Problem möchte man schlicht und ergreifend entgehen, also ist das verboten. Genauso nicht erlaubt sind sogenannte taktische Holster oder Holster, bei denen man mit einem Riemen oder was auch immer das Holster am Oberschenkel fixiert. Ihr kennt alle Oberschenkelholster, wie sie gerne im Militär getragen werden. Ist auch nicht gewünscht. Das hat, glaube ich, weniger einen Sicherheitsaspekt als mehr einen ästhetischen. Man möchte nicht in Verbindung gebracht werden mit irgendwelchen paramilitärischen Menschen. Das heißt, wir sind hier im zivilen Bereich. Ist einfach so. Kann man akzeptieren, muss man nicht. Wenn nicht, geht man auch nicht in diesen Verband. So einfach ist das. Wie gesagt, das hier ist jetzt zum Beispiel mein Frontline. Das ist ein Open Top. Das heißt, ich habe keinen Schutzriemen, der die Waffe in irgendeiner Weise hält. Habe aber hier meinen Einstellbügel, um sicherzustellen, dass die Waffe nicht einfach rausplumpsen kann. Alternative dazu für meine 1911er, das Blackhawk Serpa CQC, habe ich ebenfalls in einem Video vorgestellt. Die Waffe kann nur ausgelöst werden, wenn ich hier diesen Hebel reindrücke. Ansonsten bleibt die Waffe wunderbar hier drin hängen. Hat auch den Charme, ich habe einmal ein Paddle, das heißt, ich kann, ohne dass ich irgendwas ausziehen muss, das Holster anlegen und wieder abnehmen. Habe aber auch parallel, was mitgeliefert wird, die passende Gürtelschlaufe dafür, falls man das lieber nutzen will. Ist auch mehr oder weniger auch eher für den verdeckten Bereich, aber wird auch gerne im sportlichen Umfeld verwendet. Im Fall vom Revolver, nehmen wir das mal raus, habe ich ja hier, was ich ja in einem meiner letzten Videos vorgestellt habe, das Bianchi Weltkleidholster. Ebenfalls Abzugsbügel, wie bei den anderen beiden, ist verdeckt, somit alles clean. Damit ist eigentlich das Thema Holster erledigt. Was benötigen wir denn noch? Im Normalfall, was Sinn macht, sind sogenannte Magazintaschen, wenn man eine Pistole dabei hat. Im Fall der Pistole haben wir ja unterschiedliche Magazine, je nachdem. Hier das von der 1911er, hier das für die CZ75. Jetzt kann man natürlich hingehen und kann sich passgenaue Magazintaschen holen, diese gerne im IPSC benutzt werden. Ich persönlich sehe das nicht unbedingt als erforderlich an, wenn ich im BDMP schieße, weil ich gehe nicht auf Geschwindigkeit. Ich muss keinen Blitz-Reload machen oder wie auch immer. Ist bei mir nicht erforderlich. Damit reichen hier, die kosten noch nicht mal 5 Euro über Amazon. Reicht aus. Sind vom GSG, wunderbar, sind gute Qualität. Die zweireihigen Magazine meiner CZ75 passen rein. Und genauso auch die von der 1911er. Damit habe ich zwei Waffen mit einer abgefrühstückt. Zwei Stück, denn ich brauche für jede Disziplin brauche ich mindestens 4 Magazine, und damit ist der Drops gelutscht. Habe ich aber einen Revolver, dann benötige ich entweder zum Beispiel diese Speedloader, die ich ja auch schon vorgestellt hatte,
zum Beispiel hier von HKS, wo ich mich gerade beim Revolver ein bisschen dappig angestellt habe. Das lag aber daran, dass ich leere Hülsen ausgeworfen habe und keine kompletten Patronen. Das heißt, da ist natürlich ein bisschen wegen Gewicht und so weiter. So, hat man die Speedloader, macht es durchaus auch Sinn hinzugehen und zu sagen, ich hole mir Speedloader-Halter, die an den Gürtel drankommen, dass ich die nur noch rausziehen muss, in die Waffe rein und gut ist. Speedloader oder Jetloader oder wie man sie nennen möchte. Ein weiteres Gimmick für Revolverschützen. Cool. Ein weiteres Gimmick für Revolverschützen ist eine solche Tasche. Hundebesitzer von euch kennen sie. Nennt sich Futterbeutel. In diesem Futterbeutel hat man wunderbar die Möglichkeit, leere Hülsen reinzuwerfen für die Wiederlader unter euch. Weil damit kann ich die Hülsen nehmen, flupp, schmeiße rein, wenn ich geschossen habe und fertig. Ich habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich zwei Stück davon dran mache, ich kann lose Munition da reinpacken, um sie so sicher auf dem Stand zu transportieren. Der Grund, warum jetzt die leeren Hülsen rausgegangen sind, ich habe sie dummerweise rausgezogen, bevor ihr wieder hier sagt, ah, der kann das ja nicht, hm? Ihr wisst, was ich meine. So, durchaus ein nützliches Utensil, beim Fressnapf kosten jeweils noch nicht mal 5 Euro, sprich im Tierbedarfsladen. Ansonsten gibt es die aber auch beim gut sortierten Waffenhändler oder Skisport-Zubehörhändler wie den Sportshooter.de, kosten dann 10 Euro, haben den Unterschied, dass die hier unten dran dann ein Meshgewebe haben, wo dann auch Dreckkrümel runterfallen können und sich nicht im Beutel selber sammeln. Munitionsbeutel. So, das nächste, was man durchaus bräuchte, hatte ich ebenfalls vorgestellt, ist eine vernünftige Koppel. Die Koppel wird deswegen gerne verwendet, weil ich die Möglichkeit habe, im Vorfeld schon alles vorzubereiten. Ich kann meine Magazintaschen, Speedloader-Halter dran machen, ich kann meinen Holster schon vorbereiten, brauche das Ding nur noch auf dem Stand zu nehmen, wenn ich aus dem Auto aussteige, schnall mir das Ding um und ich bin ready to go. Kosten kriegt man für ab 10 Euro aufwärts, da oben hin denke ich mal keine Grenzen gesetzt. Hier Double Alpha, hatte ich ebenfalls vorgestellt, ein durchaus empfehlenswerte Koppel. So, ich glaube im Großen und Ganzen war es das eigentlich gewesen, was die dynamischen Disziplinen angeht. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen weiter. Ich denke mal, mir hätte es durchaus geholfen, wenn mir jemand mal im Vorfeld diese Sachen erklärt hätte. Ich musste es mir halt letzten Endes alles aus dem Sporthandbuch selber zusammenlegen und versuchen umzusetzen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.